Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim. Hi, siehst du? Let's Rektag. Diese zerfledderte. Du bist viel zu wählerisch. Es ist weiblich. Ja. So, wir müssen hier die östlichen Vororte vor Kontisten säubern. Machen wir das doch mal. Warte mal, was unterhalten wir uns denn heute? Frauen. Schon wieder? Da ist, ich sehe da irgendeinen roten Faden, der sich durch unsere Folgen zieht. Denn frag mich nicht. Oder vielleicht sollten wir wirklich mal anfangen, langsam Themen wirklich vorzubereiten. Ach was? Hier sind Kultisten. Ach, du willst aufs Dach? Okay. Ja, aber Lesrak will aufs Dach mit einer Frau. diese Prediger müssen wir töten, so viel ich weiß. Lesrak will mit einer Frau aufs Dach, weil er ein Prediger ist. Oder ein Evangelist von Aton? Ist das überhaupt logisch? Ja, warum nicht? Ist ein Evangelist nicht was Christliches? Nein. Also Okay. es kommt auch bei den Christen vor, aber es ist jetzt nichts, was die gepachtet hätten als speziell christlich. Okay, war doch keiner, der dazu brauchte. Dann sind es anscheinend doch nur diese anderen. Evangelium heißt doch Die, nur ah, direkt. frohe Botschaft. Okay. Das kann doch beim Aaron auch sein, wer, ne? Aton, frohe Botschaft. Ich schieße die jetzt hier vom Dach aus, das ab, ist doch lustig. Leider heilen die sich ständig. Ja, weil sie zurückgesetzt werden, die können dich halt nicht erreichen. Aber ich schieße die schneller ab, als sie sich zurücksetzen können. Haha. Oder auch nicht. Mist. So, noch zwei. Noch einer. Keiner mehr. Läuft. Und ja, ich habe einen weiteren getötet. Läuft. Danke für die Heilung übrigens. Die war echt, der Tier war echt nötig. Ja, bitte. Ah, da sind noch welche. Gut. Flagge landen, Flagge. Ja, Flagge da drauf. Ich bin etwas enttäuscht von Ägypten. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe mir den Urlaub einfacher vorgestellt, so mit Pool und so. Wieso? Das ist doch richtig einfach und angenehm. So, den hier noch. Den Warte kurz. Kultistenflagellator. Ja. Okay, ich buffe mich schon mal. Damit er schneller down geht. Und natürlich greift er mich an. Weil ich natürlich mehr Hass auf mich ziehe als der Tank. Natürlich, durch deine Heilung. Und durch meinen Schaden wahrscheinlich. So, jetzt muss ich mich wieder selber heilen. Ich muss aber sagen, so schlecht haue ich auch gar kein Damage raus. Ja, ist doch super. Also Vielleicht ich solltest muss du die sagen, Story-Quest nochmal machen hier mit dem. kann ich ja nicht. Story Quest kann ich nicht wiederholen. Das ist ja doof. Naja, ist aber so, sind doch eh nur Solo-Dinger, von daher. Echt? Das meiste, ja. Den Anführer des Okkultistenangriffs finden. Das Ding verlangsamt uns. Nein, wie eine Schnecke. Hallo, Nassor der Proteus. Hört sich an wie ein Hund. Ja, ein bisschen schon, ne? Wenn ich mir endlich einen Chihuahua hole, nenne ich ihn Prinzessin. Auch wenn es ein männlicher Chihuahua ist? Nein, dann nenne ich ihn Brutus der Gewalttätige. Nice. Was? Nice. Nehmen wir die zerknüllte Notiz mit? Ja, nehmen wir mit, ne? Ja, klar. Oh, es gibt eine neue Waffe. Das Gewehr. Ist das. Oh, schwere Wahl. Das Gewehr ist schlechter und die Faustwaffen auch.
Kannst du irgendwas davon gebrauchen? Ich guck mal kurz den Chaos-Fokus. Ja, Chaos-Fokus und Schwert sind beides besser wie meine. Ich nehme das Schwert bei mir. Gut, dann nehme ich den Chaos-Fokus und gebe ihn dir dann, trade ihn dir rüber, wa? Oh, das wäre super nett. Wenn das denn geht. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das mit dem Traden funktioniert. Handeln. Handel, okay, ja. Ich würde gerne dem guten Malael diesen Chaos-Fokus vermachen. Sie können ihre charaktergebundenen Objekte in was? Ach so, ja, die sind ja gebunden. Ach, jetzt greift er uns wieder an. Lame! Macht man den halt nochmal bald. So, nochmal gestorben. Ja, schade, ne? Ja. Ich würde sagen, es gibt Schlimmeres. Ja. Hinten ist ein Skorpion. Der hat auch nur 7000 Leben. Wo? Hinten, hier auf der Düne. Da hinten. Ach, so ein Ding. Davon werden später noch unzählige getötet. Spoiler! Ich glaube, wenn die da so offen rumlaufen, konntest du dir das eigentlich denken. Ich habe gedacht, das kriegt man als Schoßtier. So, wenn es eine Möglichkeit gibt, kenne ich die nicht. Zurück zum Café. Das ist doch hier in der Gegend, ne? Ja, ja, jo. Wie weit bist du eigentlich mit dem anderen Charakter gewesen? Mit dem Testing? Ja. Mit dem Testing bin ich auch hier in Ägypten. Ich weiß, aber wo? In dem Maya-Camp bin ich da. Aber ich bin hier ein bisschen ziellos einfach mal von Quest zu Quest gelatscht und... Kann auch sein, dass die Quest, die ich da jetzt gerade angenommen habe, auch ein bisschen schwer ist für meinen Charakter. Weil ich da schon ungefähr 20 Mal gestorben bin bei der Verteidigung einer Barrikade. Ding. Bericht erstatten. Alles klar. Nehmen wir hier eine Quest mit? Wie du willst. Was hat sie denn hier? Von Tannis oder? Das lebende Öl. Ja, es ist aber auch so eine... Engel und Dämonen. Okay. Das lebende Öl. Das lebende Öl? Okay. Ja. Filmsequenz. Boah, ist die hässlich. Also das Kleid. Alles geheim halten. Ich verspreche, es steht nichts über die Vorfälle hier drin. Ich schreibe wirklich nur das, wie sie mir fehlt und ich sie liebe. Danke. Um mehr bitte ich gar nicht. Ich möchte überhaupt nicht mitkommen. Ihre Straßen sind nur für ihre Leute gedacht. Ich weiß das, weil Leute es versuchten und sie wurden gestochen. In ihren Verstand, sagen sie. Also nein, darum will ich es nicht versuchen. Dazu ist mir mein Verstand zu wertvoll. Außerdem, ich will hier bleiben. Ich will hier sein, mit Freunden und Nachbarn, ihnen Tee und Gebäck servieren. Solange es noch Tee und Gebäck gibt. Und Freunde. Aber kein Obst. Keine Datteln. Die Orte, wo sie wachsen, sind infiziert. Die Erde ist schwarz geworden von dem lebenden Öl, das von unten nach oben quillt. Es gibt Geschichten darüber. Geschichten aus uralter Zeit, als es das Öl nur in allergrößter Tiefe gab. Jetzt lebt das Öl an der Sonne. Es sind andere Zeiten. Find
finstere Zeiten. Ich weiß, dass die Aton-Verehrer und ihre Sklaven das Öl aus dem Boden herausziehen, aus den Pflanzen und dem Obst. Sie ernten es, zwingen andere, es zu sich zu nehmen. Das verwandelt sie in Monster. Nicht nur hirnlose Sklaven wie die Kultisten, sondern richtige Monster. Wir wollen unser Land zurück. Unser Volk. Und unsere Datteln. Der Mensch lebt nicht von Tee und Gebäck allein. Obwohl, es ist nicht schlecht fürs Geschäft. Ich hoffe, meiner Schwester geht es gut. Und die Krankheit verbreitet sich nicht. Nein, sagen Sie nichts. Ich möchte daran glauben, dass es andere Orte gibt, wo die Erde noch sauber ist. Und zwar so lange wie möglich. Ja. Also nach ein, zwei Wodka sieht die bestimmt richtig heiß aus. Was? Ja, ja, genau. Wir müssen zur Dattelfabrik. Oh, hast du schon mal Datteln gegessen? Ja, die waren nicht so meins. Nee, nee. Besser nicht. Mir wollte mal jemand Datteln andrehen. Warum hast du sie nicht genommen? Sah nicht so aus, als ob sie mir schmecken würde. Ey, die greifen uns ja an. Was für ein... Ich fass wieder nicht auf. Ich bin wieder abgelenkt durch die Umgebung. Brain AFK. Brain AFK. Ja, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Voll auf Drogen, quasi. Wirklich? Welche? Keine Ahnung, wie diese komischen Tabletten hier heißen. So Schmerztabletten habe ich mir eingepfiffen, damit die Kopfschmerzen aufhören. Ah, okay. Das Medikamentenkaufen übernimmt bei uns meine Freundin. Und die kauft immer irgendwelche komischen No-Name-Sachen. Beziehungsweise man tut die Packung weg und lässt nur die Packungsinhalte in der Schublade. Also kann sie dir sonst was andrehen. Im Prinzip. Nee, die sind schon sortiert, also. Also gut, steht ja immer noch auf der Packung halt, also auf diesen Dingen ist ja immer noch drauf, was es ist, also. Den Frachtlaster zerstören. Na, dann zerstören wir den. Und wir kriegen einen Erfolg, wenn wir das schaffen, ohne gesehen zu werden. Bis jetzt würden wir nicht gesehen. Da. Gleich ist er kaputt. Tot. Haben wir Erfolg gekriegt? Die gesamte Quest schaffen. Weitere Laster finden. Lame. Du hast doch wohl jetzt nicht ernsthaft gedacht, dass es so einfach wäre. Doch. Lass mich in dem glauben. Einmal hier oben lang wahrscheinlich. Ah ne, da oben sind auch schon wieder Typen. Ich hasse diese Sneaky Quests. Warum hast du sie dann angenommen? Weil es KP dafür gibt. You know? Naja, ich bin auch da, wo ich jetzt angekommen bin, ohne die gemacht zu haben, weil die hatte ich hier bisher auch noch nicht gemacht. Ja, du machst die ganzen gelben Quests ja nicht. Du hast bestimmt nur alle die braunen Quests gemacht. Ja. Die braune Suppe. Hier sind Frachtlaster. Du hast gesehen. Toll, wenn wir jetzt wegen dir den Erfolg nicht kriegen, ne? Okay, Laster kaputt. Nächster Laster. Ist zu weit weg. Verdammt. Musst du machen. Ah ne, jetzt kann ich da auch drauf schießen. Kaputt. Transportable Datteln finden. Der dritte fehlt mir noch. Ich hab schon drei. Oh, toll. Du hast schon wieder gesehen. Ja, ich weiß.
Außerdem ist nur bei mir denn der Erfolg weg. Nicht bei dir. Oder ist er bei dir jetzt auch verschwunden? Nee. Ja, siehst du. Aber ich wurde, glaube ich, gerade auch gesehen, oder? Ich weiß nicht genau, ob ich gesehen wurde oder nicht. Ich glaube nicht. So, wo geht's denn zu diesen komischen Datteln? Oh, da kommt ein Typi. Ich hoffe mal, der sieht mich nicht. Ja, da hinten ist ein Laster mit Datteln. Ah, da muss ich ja noch hin. Gabelstapler aktivieren oder sowas. Okay. Oh, hier sind auch Typis. Boah, fuck, was war das? No! Scheiße. Ich glaube, mein Erfolg ist auch gleich hin. Geht wieder weg. Gut. Das war ja mal voll die Scheiße hier. Okay, jetzt soll ich auch diese Datteln finden. Aber wo sind die? Okay. Okay, hab sie. Wo sind die denn? Ach, in dem Haus drin, oder? Nein, in den Kisten am Haus. Okay. Direkt unter der Kamera. Müsste jetzt eigentlich weitergegangen sein mit dir. Nein. Was, du bist doch... Also hier, wo ich stehe, neben dem Haus. Ich weiß nicht, wo du stehst. Das siehst du auch auf der Minimap. Ja, aber wo das in Realität ist, habe ich keine Ahnung. Hallo, hier. So, ja, das ist die Kamera, genau. Trocknende Datteln. Ja, das sieht hinter mir, ja. Ja, die laufen sie alle zu dir. Ach, die verlieren eh das Interesse. Ja, aber jetzt sind sie alle vor den Datteln, wo ich hin muss. Eine weitere Ladung Datteln finden. Nein! Ich warte, bis du hier bist, bis ich sie verbrenne. Boah, er braucht das lange. Scheiße, ich bin gesehen worden. Und Erfolg weg. Na gut, dann halt nicht. Aber ich bin ziemlich weit gekommen. Weiter als ich, ja. Ist auch nur, weil das so lange gedauert hat, bis die... Oh, fuck! Ich hab dir jetzt schon verbrannt. Hast du noch wenigstens noch mitgekriegt? Ja, ich hab's von Weitem gesehen. Nein, ich meinte, ob du... Zum trocken gelagerte Datteln vernichten. Tja, ja... Das kann jetzt nicht benutzt werden. 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 Jetzt kann es wahrscheinlich wieder benutzt werden. Okay, da kommt einer und will uns hier ein Wundertäter. Oh, zeig mir dein Wunder. Ja, du bist wundersam gestorben. Er hat einen Energy Drink bei sich gehabt. Ist da irgendwo ein Nest? Ja, bei den Datteln. Also so sneaky finde ich die Quest gar nicht. Man kann auch einfach aggressiv durchgehen.
Ja, wenn du die Erfolge nicht haben willst. Jetzt haben wir die noch sowieso nicht mehr. Oh Gott. Gesundheit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, man merkt, wenn die Medikamente nachlassen, dann geht's bergab. Oh Gott. Gesundheit. Okay, ich sehe gerade, in dem Gebiet war ich noch gar nicht. Echt? Hm? Ja, kannst du mal sehen, was du mit deinem Endgame-Charakter alles übersehen hast im Spiel. Alles, was mit den Quest oder diesen Forschungsquest zu tun haben. Außer bei den einen Transsilvanien, weil die haben mich echt interessiert. Okay, warum das ausgerechnet? Ich war einfach neugierig, was die sind. Das war nie wirklich klar. Es war nur logisch, dass es keine Menschen sind. Aber was sie so sind, ist nicht wirklich klar gewesen. Vampire bestimmt. Nein. Glaube ich nicht. Glaube ich irgendwie nicht. Okay. Warum vernichten wir hier eigentlich die Datteln? Ach, weil die verschmutzt sind, ne? Ja. Ich dachte, das wäre von vorne weg klar. Warte mal kurz, ich muss mal eben da so putzen. Hat doch die zwei Wodka-Tusse erzählt. Ja, ja. Aber ehrlich, so wie die aussah, ich weiß nicht, die so vertrauensselig sah die jetzt nicht aus. Zwei Wodka, sag ich ja. Oh, guck mal, da sind Insekten. Oh, nee. Machen wir sie platt. Oh, ich schieße die ganze Zeit auf den Insektenhügel. Malael als Heilungsziel auswählen und schießen. Oh, hier ist irgendwie ein Golem. Ein stechender Jäger? Ne, das ist der Golem. Das ist eine brodelnde Masse. Ich wollte schon immer mal gegen eine brodelnde Masse kämpfen. Ernsthaft? Nein. Ich wollte eigentlich sehr selten kämpfen in meinem Leben, eigentlich noch nie. Warum bist du tot? Weil du nicht ordentlich geheilt hast. Ich bin jetzt auch tot. Vielleicht soll ich weglaufen. Wie willst du weglaufen, wenn du tot bist? Das weiß ich nicht. Wenn du dieses Rätsel gelöst hast, klär mich mal auf, das würde mich echt interessieren. Gut, ich werde das zu meiner To-Do-Liste hinzufügen. Ich laufe hier voll den komischen Weg gerade. Ja, sowas kenne ich. Leute, ihr wisst doch, dass ich eine Orientierung habe wie ein Pferd. Wie ist nochmal der Typ, der mit dem brennenden Busch spricht? Moses. Okay, der kommt hier auch noch. Ja? Ja. Okay. Ah, ich hatte anscheinend einen anderen Spawnpunkt wie du. Ich bin direkt hier vom Wundertäter hier angegriffen. Malay ist ja schon wieder fast hin. Nein, ich wurde gerade wiederbelebt. Heilen wir ihn in Malay. So, nochmal da oben jetzt die Viecher platt machen. Das ist ja zum Kotzen. Muss doch auch möglich sein, hier durchzurushen. Wo ist denn dieser Golem überhaupt? Wo kam der her? Ist schon lange tot gewesen. So. Tu dein Bestes. Diesmal sollte die Heilung besser nicht umspringen hier. Na, jetzt muss sie langsam umspringen, weil ich sonst tot bin. Und ich bin auch gleich tot.
Ja, ich kann aber nichts machen dagegen. Krass, kriegen wir nicht hin, Leute. Die heilen sich, ne? Kann das sein? Ja, keine Ahnung. Ich bin auch tot. Nein, bin ich nicht. Du schaffst es. Ich habe volles Vertrauen in deine Fähigkeiten. Oder wir sollten einfach versuchen, sie zu umgehen und zu den Questzielen zu laufen. Das könnte natürlich sein. Oder wir machen es anders. Ich lock sie. Oh, was kommt denn hier an? Verdammte Scheiße! Ja, das gegen eine ganze Armee kann ich natürlich alleine nicht kämpfen. Ah, okay, ich sehe gerade, wir sollen das Insektennest zerstören von denen. Ja. Hätten wir mal besser machen sollen, ne? Also meistens hilft es, wenn man auf die Quest achtet. Ja, das Ding hat 6.933 Leben. Das ist ja nicht so viel. Ich gucke mir das Ganze jetzt mal hier in der Geistperspektive erstmal an. Okay, hier ist ganz viel Schlamm und Dreck. Alles klar. Wo bist denn du? Ich stehe davor. Ach, da hinten. Heilung! So, greifen die einen denn an, wenn man das von hier aus beschießt? Soll ich es mal probieren? Ich beschieße sie. Ja, ich sehe das schon. Ich probiere das. Okay, geht nicht. Näher dran. Geht ja, okay, Sturmgewehr hat die meiste Reichweite. Geht immer noch nicht. Geht immer noch nicht. Geht immer noch nicht. Jetzt geht's. Okay, bisher kommt keiner. Selbst wenn, ich stehe dazwischen. Du schießt doch immer direkt über meine Schulter. Jo, ich benutze dich quasi als Schutzschild. Warte. Aber es scheint zu funktionieren. Klasse, dass man dafür das braucht. Ich meine, das Sturmgewehr hat als einzige Waffe 20 Meter Reichweite. Ja. Ja, man kann das bestimmt auch irgendwie anders machen, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, wie einer alleine das schaffen soll. Mit dem Sturmgewehr. Ja, toll. Didi! Bericht senden. Oh, wir haben eine Tasche gekriegt. Was da wohl drin ist, Leute? In der Tasche? Hm? Bei mir war es Müll. Eine robuste Glyphe mit körperlichem Schutz und Verteidigungswert. Ach je. Ja, okay. Haben wir noch was frei? Nee. Aber hier ist eine Quest vorne irgendwo, ne? Ich habe rausgekriegt, wieso ich so viel Schaden mache. Warum? Weil bei mir ist ja, sind ja die ganzen Talismane schon auf 10 upgraded. Das bedeutet, die Effekte der Talismane sind stärker bei mir. Ah, okay. Hier, Heuschreckenplage. Nehmen wir das an? Ja, ja, ne? Klar. Heuschreckenplage. Zack. Aber die werden wir erst beim nächsten Mal ausmerzen, wenn es wieder heißt, Koali verläuft sich und Malael stirbt. Ist Imbar und stirbt, weil Koali sich verläuft. Ja. Tschüss. Tschüss.